In diesen Tagen zeigt sich Landesrat Stefan Kaineder von seiner sportlichen Seite. Im Rahmen des Passaton verschafft sich der Politiker einen Überblick über die Architektur und Nutzungsvielfalt zukunftsweisender Bauten in der Region. Das große Anliegen, das wir haben, ist Klimaneutralität 2040. Da gibt es einen wesentlichen Bereich, der heißt, wie bauen wir unsere Häuser und wie heizen oder kühlen wir unsere Häuser. Und der Passaton ist der Passivhaus-Marathon, da kann man sie bei unzähligen Objekten, bei Einfamilienhäusern, bei Schulen, wir waren halt in einer Kirche, anschauen, wie das Bauen der Zukunft funktioniert, wie wir aus Holz bauen und wie wir so bauen, dass wir kaum Energie brauchen, um die Häuser dann auch zu heizen. Die Gebäude sind von außen nicht erkennbar, ob sie energieeffizient sind. Wir geben diesen Gebäuden Gesicht mit dem Passaton, wo man über die App praktisch diese Gebäude 540 in ganz Österreich entdecken kann und nebenbei auch gleichzeitig aktiven Österreich-Urlaub machen kann. Verkehr und Gebäude verbrauchen zusammen 68% der Endenergie. 80% davon lassen sich im Bereich des Bauens ohne Komfortverlust problemlos einsparen. Thomas Fleischanderl aus Krängelbach wohnt seit 18 Jahren in einem Passivhaus und kommt nur auf Energiekosten von 90 Euro jährlich. Ja, das Geheimnis ist letztendlich eine ordentliche Bauweise, ordentliche Dämmung natürlich. Wir haben in Wirklichkeit keine Heizung. Also das ist so, dass wir eine Mini-Wärmepumpe haben, die dient aber eigentlich nur dazu für die Warmwasseraufbereitung und zum Temperieren, das heißt den Fußboden einfach angenehm warm zu halten. Aber es muss nicht immer gleich neu gebaut werden. Auch im Bereich der Sanierung gibt es viele klimaschonende Möglichkeiten, wie die Gesundheitseinrichtung in Bad Schallerbach zeigt. Das Gebäude hinter uns war einmal ein Haus aus den 60er Jahren und ist dann generalsaniert worden im Passivhausstandard. Man hat ein bisschen dazu gebaut, aber in Summe halt einfach versucht, den Energieverbrauch beim Heizen herunterzubekommen. Und die Leute, die hier versorgt werden, sagen uns, es ist eine hervorragende Raumqualität. Da haben wir ja überall diese B- und Entlüftung und aus diesem Grund kann man sagen, unsere Gäste nehmen das sehr gut auf. Das Gebäude funktioniert und es braucht unglaublich wenig Energie. Und das ist für uns, wenn wir klimaneutral werden wollen, extrem wichtig. Weitere Infos auch unter www.passaton.at.